Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge Varo 4. Wir sind wieder allein auf dem Server, natürlich. Also, wer soll auch schon mitkommen? Ich habe ja keinen Teampartner. So, auf jeden Fall bin ich mal sehr gespannt, ob ich hier verfolgt werde. Hier habe ich extra Stein hingeworfen, um zu sehen, ob hier jemand war. Glaube ich, hoffe ich. Also, mein Stuff liegt noch hier und ich werde auch immer wieder jetzt was hinschmeißen, wenn wir vom Server gehen. Und... wir gehen jetzt natürlich erstmal ein bisschen weiter. Am besten in diese Richtung. So. Wir wollen noch ein bisschen leveln. Von daher muss ich eh alles abbauen. Gold abbauen. Da könnte Lava rauskommen. Kommt aber nicht. Okay, Gold abbauen bringt ja keine EP. Aber das Gold machen bringt später EP. So. Ich weiß auch nicht, was ich wegwerfen soll, Leute. Das tut mir immer sehr, sehr leid, wenn ich da so blöd bin. Wenn ich das so alles sehe, könnte ich mir denken, das könnte ich eigentlich alles gebrauchen. Scheiß auf Cleanstone. Ja, wir hauen natürlich auch jetzt ab. Also in der Folge werden wir eine neue Location suchen. Ich weiß, dass ich schon eine verpasst habe. Also eine Mine. Leider weiß ich nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Wo die Mine war. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich habe auch ein Ziel. Also ich werde jetzt hier noch ein bisschen EP mitnehmen, weil ich muss ja ein bisschen leveln, einfach nur um zu enchanten. Dafür muss ich halt erstmal einfach ein paar Level abklabastern. Am besten sollte ich sowieso immer enchanten eigentlich, weil die ersten Level hier natürlich immer ein bisschen einfacher zu holen sind, als dann später die hinteren Level. So, das Eisen muss ich auch wieder irgendwie mitnehmen. Also die Eisenblöcke. Ist immer jetzt ein bisschen nervig, wenn ich gar keinen Platz habe. Achso, Moment, die kann ich ja darauf stapeln. Nein, nein, okay. Ach, hier ist immer noch mehr. Wie gesagt, alles an EP mitnehmen. Ich habe ein Ziel und ich möchte kämpfen. Also, ich habe jemanden, den ich angreifen möchte. Sagen wir es so. Und ich bin auch der Meinung, dass ich das schaffen kann. Denn es gibt jemanden, der jetzt alleine ist. Und dieserjenige hat 2 Folgen mehr aufgenommen als ich. Und deswegen werde ich den so ein bisschen chasen, was die Koordinaten angeht. Ich werde gucken, ich werde hinterher arbeiten und vielleicht schafft er es irgendwann nicht mehr rechtzeitig aufzunehmen und dann bin ich da. In der Zeit sammle ich hier noch ein bisschen EP und werde, ich werde mir dann einen stoppen. Ich habe Bock, einen Kill zu holen. Und ich kann euch auch gerne sagen, wer es ist. Ja, ihr könnt ihn warnen, das ist mir aber egal, weil es macht es so spannender, weil ich kriege ihn sowieso. Und zwar werde ich mir Easy schnappen. Ja, und das wird easy. Also den Spruch habe ich bestimmt noch nie gehört. Aber es wird kein Problem für mich sein. Der Bram ist heute nicht da. Und ich muss heute wieder aufnehmen, weil spätestens morgen wäre das mit meiner Position ein bisschen blöd. Und wir haben schon wieder 8 Level. Ich bin schon wieder on point. Ich weiß, ich könnte hier noch immer mehr mitnehmen. Also gerade hier an Kohle. Ich muss auch gleich nach oben. Also wir müssen wieder hoch. Wir hauen hier ab. Ich habe ein bisschen einen Blick auf die Zeit. Ich habe noch 12 Minuten. Das geht immer so super schnell. Nur eine Folge aufnehmen zu können, ist die Hölle. Oder wenn da Lava rauskommt. Oh, das ist aber deep. Dias bräuchte ich natürlich noch. Ich konnte eure Kommentare noch nicht lesen. Ich bin immer 3 Folgen im Voraus. Also ich bin immer wirklich auf dem Maximum. Deswegen, wenn ihr mir sagt, ja, ihr habt mir gestern einen Kommentar geschrieben, dann ist der noch nicht bei mir angekommen. Weil ich bin immer auf Max. Also... so, dass man mich am schwersten handeln kann, momentan. Und das ist auch gar nicht schlecht. Würde ich jetzt erstmal sagen, dass das gar nicht schlecht ist. Könnte das ein Spawner sein? Ist das nicht so? Irgendwie, wenn das so aussieht. Ich kenne mich halt gar nicht aus, ja. Ich wäre gerne wieder da, wo ich einmal gewesen bin, weil da war ja ein Main, also ein Schacht. Und ja, ich baue hier gerade wieder schön alles ab. Ich kann mich leider immer nur eine gewisse Anzahl an Minuten bewegen, weil ich ja natürlich auch erstmal noch die EP haben möchte. Jetzt habe ich einen Turn gemacht, richtig?
Okay, jetzt habe ich den Turn gemacht. Vielleicht schaffe ich es jetzt doch nochmal zurückzukommen. Also, ich weiß, dass ich. Hier habe ich ja, glaube ich, meine Base ge. Na, okay, ich bin komplett raus. Ich bin gerade komplett raus und ich verschwende wieder zu viel Zeit. Tut mir sehr, sehr leid, muss ich sagen. Hier habe ich meine Base gebaut. Bogen. Komm, den Enderman. Ja, genau, eine Enderpearl. Das war der Plan. Und jetzt guck, was werfe ich weg? Was mache ich? Ich bin verloren, wenn es um sowas geht. Rabbit Hide. Hide ist bestimmt Hide und das kann man bestimmt auch alles gebrauchen. Und jetzt müsste hier doch eigentlich ein Weg nach oben sein, oder? Kam ich sogar noch hierher? Habe ich mich dann hier rüber gebaut? Oh, erschrocken. Von unten kam ich ja bestimmt nicht. Oder doch? Egal, momentan ist es ja für mich ein Weg nach oben, den ich hier gehe. Okay, bauen wir uns hoch. Hier, wo ich jetzt bin, geht es für mich nach oben. Jetzt muss ich das Schwert reparieren, denn ich werde mit dem Dia-Schwert kämpfen sollen. Kostet dann irgendwie ein Level mehr oder so. Und während ich jetzt hier den. Jetzt mache ich die Koordinaten noch einmal an, weil ich bin ja dann eh wieder weg. Ihr wisst Bescheid. Höhe ist ungefähr 60, oder? Ist das so? Hier durchbauen, gibt EP. 11 Level haben wir schon wieder. Und ja, ich muss noch Dias finden. Trotzdem mache ich gerade erstmal meine Eisenrüstung komplett fertig. Und dann will ich oben an der Erde. Was wollte ich eigentlich nochmal holen? Ich wollte irgendwas von oben noch holen. Ich brauche ja keinen Sugarcane mehr. Ich muss auf jeden Fall nochmal auf Dia-Jagd gehen. Aber erstmal werde ich Izzy hinterhergehen. Und werde immer dahin gehen, wo ich Izzys letzte Koordinaten hatte. Und werde dann da in der Tat wieder nach Dias suchen, bis ich weiterkomme und oder ihn gegebenenfalls finde. So, ist das hier die Erde? Sieht so aus. Komm weiter. Gibt alles EP noch. Zeit 7 Minuten. Ach, guck mal, wenn man dann doch versucht, so ein bisschen Stress zu machen, dann läuft das auf einmal doch. Aber ich werde am. Ich höre wieder Wasser. Lapis Lazuli haben wir auch noch 23. Ich komme bestimmt in dem höchsten Berg der Umgebung raus. Wenn ich überhaupt rauskomme irgendwann. Da benutze ich schon eine Dia-Picke für. Jetzt vielleicht wieder Erde. Richtige Erde, Erde. Ja. Erde, Erde. Und eigentlich komme ich immer nachts raus. Wundert mich, dass mal Tag ist. So, und nur damit ich halt auch wieder abhauen kann. Zack. Kohle. 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 Eisen. Eisen. Gold. Eisen teilen. Eisen teilen. Zack, Eisen, Eisen. So, jetzt das Problem. Mein Problem ist, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem ganzen Zeug machen soll. Wir haben halt noch. Okay, Fleisch ist natürlich gut, klar. Jetzt haben wir aber auch eine ganze Menge unterschiedliches Fleisch. Ist natürlich. Guck mal, kostet mich natürlich super viel Platz. Zuckerrohr braucht man für Bücher, ja. Federn braucht man für Pfeile. Also lege ich einfach mal Federn neben Pfeile, während das gerade eh brät. Holz kann man immer einmal gebrauchen. Genauso wie die Workbank. Verzauberungstisch. Amboss. Werde ich wieder einen neuen Shin machen müssen. So, bla bla bla. Auf jeden Fall verschwende ich viel zu viel Shit. So, jetzt hätte ich gern einmal die Erde nochmal. So, Erde. Komm. Hier ist gerade eh Tag. Drauf geschissen. Zack.
Machen wir das mal wieder zu, selbst wenn es nur einfach ist. Zum Beispiel die Fackeln, die hätte ich eigentlich setzen können. Hätte ich halt einen Slot mehr gehabt. Verzauberungstisch Amboss. Der wird jetzt gleich kaputt gehen. Zack, zack. Verzauberungstisch Amboss. Jetzt verzaubern wir Workbench. Workbench auch noch. Zack. Eisenchest. Die schon auf Protection 2. Okay. Hose. Noch eine Hose. Zack. Hose verzaubern. Lapis Lazuli. Protection 1. Hose verzaubern. Lapis Lazuli. Protection 1. Lapis Lazuli fliegt weg. Amboss. Hose. Protection 2. Hose. Zack. Schuhe. Und Schuhe. Dann baue ich auch direkt noch den zweiten Helm. Zack, jetzt habe ich wieder keinen Platz. Sticks weg. Hose. Schuhe. Protection. Hat mich jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr gekostet. War doof. Protection. Das sind nur noch 2 Level. Das heißt, das wird wieder nicht ausgehen. Kostet mich 4. Alles fliegt durch die Gegend. Alles fliegt durch die Gegend. Ich brauche die anderen Schuhe auch noch. Vorübergehend. Aus irgendwas. Das. Eisen kann ich nicht nehmen. Doch, kann ich nehmen. Hab Platz. Gibt EP. Zack, 4 Level. Schuhe. Zack. Mehr Level. Brauche mehr Level. Alles ist gebrannt. Das heißt, es ist wieder mein Maximallevel. Kriege ich noch einen Helm verzaubert damit? Aqua Affinity, Pro-Dry Protection. Ich glaube, das liegt aber jetzt am Helm, oder? Das heißt, wenn ich jetzt einen anderen Helm nehme... Shit, das heißt, ich muss den billig verzaubern, damit ich neue Sachen bekomme. Pro-Drive. Gibt es überhaupt Protection auf Helm? Ja, nehme ich das auch nochmal, ist auch kacke. Obwohl Pro-Drive Protection vielleicht gar nicht so blöd ist, weiter Helme machen. Vielleicht vertue ich mich auch, ich habe halt genug Eisen, ich kann machen, was ich will. Protection, okay, braucht 2 Level. Braucht gar nicht mehr 4 Level, das heißt, ich muss noch irgendwas machen eben. Hier, Level 2 werde ich damit ja wohl erreichen. Okay, zack. Verzaubern. Zack. Zack. Protection. Den setze ich auf. Jetzt gib mir das. Okay, Protection 1. Zack, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich kann halt nichts brennen. Es ist halt mega doof. Welche Koordinaten habe ich denn gerade? Ich kenne mich damit nicht aus. Alter, wo sind sie? Minus 59. 380. Vielleicht ist es gar nicht so blöd. 13 Minuten. Ich habe nur noch 2 Minuten Zeit. Das heißt, ich räume jetzt erstmal wieder ein bisschen auf, damit ich gleich weitergehen kann. Ein Platz frei. 2 Plätze frei. Die Öfen kosten mich alle nichts an Platz, weil ich noch einen Ofen habe. So, zack. Unnötiger Kobbel. Amboss. Zack. Ja, was mache ich damit, ey? Eigentlich ist das doch Müll, oder? Es hat mich jetzt 2 Level gekostet. Verzauberungstisch. Die Workbench brauche ich auch noch irgendwie. Granit. So, jetzt kann ich noch ein bisschen Holz holen. Ich habe ja noch Holzstämme. So, jetzt habe ich natürlich keine Axt. Eine Minute müsste ich noch haben. So, und das werfen wir weg. So, jetzt mache ich nochmal die Quartz auf. Das wird weniger, das wird auch weniger. Das heißt, ich laufe in die richtige Richtung, glaube ich. Da haben wir den 30 Sekunden gekickt. Es wird aber beides weniger. Es muss natürlich noch ein paar Blöcke laufen. So, da vorne habe ich einen Block hingelegt in die Richtung, in die ich gucke.
Ich glaube, das war jetzt ganz gut. Also ich habe eine volle Protection-Rüstung bis auf Helm. Da schauen wir mal. Dann gehen wir mal auf. Dann gehen wir auf Dia. Ich hoffe, das ist soweit alles richtig, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über euren Support freuen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.